zusammen. Ich bin die Agentin Lechen aus Zürich. Ich freue mich, dass wir gleich ein Interview mit Fabian von der Band Anderung haben. Ich bin die Agentin Lechen aus Zürich. Ich freue mich, dass wir heute Fabian von der Band Anderung bei uns haben. Fabian ist gerade mit seinem Debütalbum Left Line am Start. Mit der CD dabei. Wir können es mal sehen. Für die, die dich noch nicht kennen, erzähl uns doch mal ein bisschen von dir. Wer du kommst, was du für Musik machst. Ich bin von der Schweiz, bin aber schon klein ausgewandert in Kanada mit 14 und bin jetzt seit 3 Jahren wieder in die Schweiz zurückgekommen. Und ja, zum Album Left Line jetzt im Jahr veröffentlicht. Und was für Musik wir möchten, wir möchten sicher sehr kanadisch-amerikanisch orientierten Bluesrock. Also eigentlich Musik, die recht wow geht. Ja, das hört man auf jeden Fall. Wie bist du eigentlich zur Musik gekommen? Gab es da so einen Moment in deinem Leben, wo du wusstest, du hast irgendjemanden bewundert oder so ein Vorbild gehabt und gesagt, so wie der möchte ich auch spielen? Wie war das bei dir? Ja, ich denke, zur Musik von meinem Großvater ist Musiker gesehen. Und dann ist der Breher Volkstümer Musik gemacht, also wir haben gespielt. Und ja, zu das. Wir haben viel Musik diskutiert für uns. Und ja, da habe ich mich in die Musikschule eingeschrieben und bin da gelehrt. Und bevor du zum Blues gekommen bist, hast du eigentlich in Montreal in der Highschool in verschiedenen Jazzformationen gespielt. Genau. Wie kam es eigentlich zu dem Wechsel von Jazz zum Blues? Ja, das ist eigentlich mich einmal einer von meinen Lehrern, ursprünglich eine Lehrerin in Kanada, hat mir gesagt, ich soll da sein, das Konzert schauen, das ist ein Blues-Gitarrist und das ist wirklich top. Und dann bin ich das Konzert gehört. Und ich bin so hin und weg geflasht, das ist wie eine Message, die oben ist. Und mir gesagt, jetzt musst du einfach ein Blues machen. Und es ist wirklich gerade am anderen Tag, an die Jungs kamen drum. Und dann haben wir eine Woche später, wo ich schon die erste Sprache gehabt habe. Das ist cool. Die Lieder auf deiner CD handeln eigentlich hauptsächlich von der Liebe. Und wie kommt das eigentlich? Verliebt oder lieber als ein musikalisches Lieblingsthema? Nein, das ist ein bisschen, ja, ich weiß es auch nicht. Es ist eigentlich zur Zeit, ich habe schon auch andere Lieder geschrieben, wo ich über andere Sachen rede, aber es ist einfach vielfach, ja, wenn ich emotional etwas auch loswerde, ist es vielleicht vielfach von der Liebe gewesen, wo ich nicht gerade mit jemandem über das reden kann, oder da habe ich auch einen Song geschrieben. Ist wahrscheinlich ein Gedächtnis. Und du schreibst die Songs alle selber? Die meisten, ja. Und wie hast du das mit dem Text zuerst oder die Musik? Was kommt zuerst? Meistens eigentlich Musik. Wie ist das eigentlich mit deinem Song Loverboy? Also da erzählst oder singst du davon, dass als du 18 Jahre alt warst, dass du da einem Mädchen total verfallen bist, genau. Das ist eine wahre Geschichte. Das ist eine wahre Geschichte. Ja. Willst du uns da ein bisschen mehr dazu erzählen? Oder willst du das das ist schon so lang. Nein, das ist eigentlich, Loverboy ist eigentlich das erste. Das ist eigentlich Kanada das Lied, wo wir so ein bisschen, wenn wir anderen gut gewandert haben, für unsere Fangemeinde treffen. Loverboy, das ist unser bekanntestes Lied eigentlich in Kanada. Das ist das erste eigene Lied, das wir eigentlich live gespielt haben. Und ja, das ist, wie das im Song erzählt, das ist eigentlich genau so. Mit der Geschichte ist es so, wie es ist. Sehr süß. Und dein Lieblingslied, gibt es das auf der CD? Das Lieblingslied? Ich denke, List into your heart ist schon wahrscheinlich. Ist, wo man auch emotional sieht. Übrigens, er redet eigentlich nicht oder? Unbedingt von der Liebe. Er redet eigentlich, dass man so auf sein Herz hören soll. Oder wenn man vielleicht schwierige Entscheidungen hat im Leben, dass man wirklich so aufs Herz hören und das machen, wo man Lust hat. Ich habe noch eine Frage, und zwar zu dem Cover. Wie kam es eigentlich zu der brennenden Gitarre? Was für einen Hintergrund hat das? Weil es steht ja ziemlich im Kontrast zu den emotionalen Liedern. Also man denkt ja erstmal, wow, das ist irgendwie Hardrock oder so. Rein optisch gesehen, wie kamst du auf die Idee, eine brennende Gitarre auf den Cover zu stellen? Ja, das ist eigentlich, ich habe lange überlegt, wie soll das Cover aussehen. Da hat mir Gestalter ein paar Ideen gesagt. Und
hat er mal irgendetwas mit einer Feuer gebracht und mit einer Gitarre. Also, wenn es eine elektrische Gitarre wäre, das wäre eigentlich nicht so. Das wäre wirklich gerade Gegenspruch von, wie du sagst, von der CD. Aber es ist eine akustische Gitarre. Mhm. Und das kann gerade auch noch gleich ein bisschen symbolisch sein, dass man eigentlich mit einer rockigen Musik, also die akustische, das akustische, so eigentlich auch weg. Also wir drücken die Abwägen. Dein Song True Love Will Never Die, das ist ja so, dass ihr eine ganz andere Besetzung habt. Also da habt ihr Cello, Geige, Klavier, gar keine Gitarren. Wie kommst du zu der Besetzung? Ja, das ist, ich habe mir ein bisschen überlegt, ob der Song akustisch, also noch mit einer akustischen Gitarre gespielt. Das ist jetzt eigentlich gerade wieder ein Gegensatz zu dem, was wir gerade gesagt haben, aber das ist wirklich. Ich habe gedacht, der Song muss einfach das Musikpiano Ballade geben. Und da kann man auch sagen, also, und da gehört das Feld, das Piano allein eigentlich nicht, das gehört das Cello dazu. Und so ist das eigentlich so weit gekommen, dass man den Song so arrangiert hat. Sehr, sehr schöner Song. Also, man vermutet jetzt gar nicht, dass auf der CD so, dass du so gesammelte Töne auch anschlägst. Also sehr vielseitig, finde ich. Ja, es ist schon ein bisschen gegenkontrast stärker. Welche musikalischen Vorbilder hast du eigentlich? Vorbilder? Ja, da gibt es sehr, sehr viele. Ich liebe sicher John Mayer, der ein absolut phänomenaler Musiker ist. Oder Steve Hill, der Gitarrist ist von Kanada. Der Prince, den ich sehr sensationell finde. Also da gibt es recht viele tolle Musik. Und war es eigentlich schwer für euch, als Band ein Plattenlabel zu finden, so am Anfang? Also wir haben Kettling. Also wir haben einfach unsere ISC und EIN und so zusammen eigentlich das Office, die ja Promotion für uns machen. Und ich bin eigentlich, wir haben schon Label-Anfragen gehabt, aber das ist mir das Ganze schon ein bisschen. Ja, es hat einfach nicht gestoppt. Und ich finde einfach, unsere Musik, ja, zum ganzen Konzept und das ehrliche und rockige Konzept, es hat nicht wirklich Klick gemacht mit einem Label. Und nur ein Label haben, dass wir ein Label haben, ist. Finde ich nicht so gut, darum machen wir es eigentlich mit mir selber. Und wie habt ihr euch als Band gefunden? Also die Mitglieder, die einzelnen, kennt ihr euch schon länger aus der Schulzeit? Oder? Ja, das ist schon lustig. Ich sage, nein, eigentlich nicht. Dort, wo ich meine erste Gitarre gekauft habe, in dem Musikgeschäft sind wir den Lingling gehabt. Der hat mich eigentlich sehr, sehr gut beraten gehabt. Und der hat dort in dem Musikgeschäft gearbeitet, sagen wir es so. Und als ich dann auf Kanada gegangen bin, bin ich irgendwann wieder mal zurück in der Ferien gewesen. Und dann bin ich wieder ins Musikgeschäft gegangen, ist auch wieder dort gesehen. Und dann hat sich so eigentlich ein bisschen das die Verbindung geknüpft. Und dann haben wir ab und zu auch wirklich Kontakt miteinander gehabt. Und als ich dann wieder in die Schweiz zurückgekommen bin, habe ich dann ihnen mal angefragt, wer wird bei diesem CD-Projekt mitmachen. Das ist super, das ist der Gitarrist von unserer CD, Chris Stalder. Und ja, so ist das eigentlich so weit gekommen. Durch ihn bin ich eigentlich auf die anderen.